Premiere in Mörbisch. Es ist ein Fest. Und die Gäste strömen in Scharen auf das Festivalgelände. Soweit das Auge reicht, erblickt man prominente Gesichter. Dieses Mal sind die Gäste besonders neugierig. Was wird der Neue dem Publikum wohl bieten? Nun, auf alle Fälle ein ungewöhnliches Bühnenbild. Die größte Geige der Welt. Zum Vorschein kommt das prächtige ungarische Schloss von Gräfin Mariza. Wenn das Haus bummvoll ist, nicht, und es kommt sofort in ein paar Sekunden ein Szenenapplaus, wenn sich die Geige öffnet, dann erfüllt es einen natürlich schon mit einer Freude. In dieser Kulisse entspinnt sich das Spiel um Liebe, Verwechslung und Eifersucht. Es dauert also, bis Mariza und ihr Tassilo zueinander finden. Die Operette Gräfin Mariza gehört neben Die Tschadaschfürstin zu Emmerich Kallmanns größten Bühnenerfolgen. Das Stück besticht mit flotter Rhythmik und einer Fülle an bekannten Melodien. Komm mit nach Varaždin, solange noch die Rosen blühen. Dort wollen wir glücklich sein, wir beide ganz allein. Du bist die schönste Fee, von Debrecen bis Plottensee. Drum wächst mit dir ich hin, nach Varaždin. Es erinnert uns an unsere Kindheit, ja, weil das kommt mit nach Varaždin, da glaube ich mit 8 Jahren in der Kuchel tanzt schon. Das ist Musik, mit der wir aufgewachsen sind. Ich bin ein Kind der Operette, meine Eltern waren Sänger. Ich reise gerade zurück, 40 Jahre. Ich finde es fantastisch. Das muss man sich mal anschauen, wirklich. Ich finde es gut, ich finde es richtig gut. Mein Herz geht so schnell. Es ist für mich die schönste Vorstellung, die ich überhaupt gesehen habe. Alles ist so toll. Es stimmt. Vom Musikalischen, vom Tanz, vom Schauspielerin, von den Sängern, von der Regie, von der Bühne, von der Schönheit. Das war ein Abend voll Leidenschaft, voll Schwung, voll Romantik, voll Liebe, voll Eifersucht, alles. Das war also schon für mich. War ein tolles Operettenerlebnis, muss man sagen. Es hat ein Leben, es hat sehr viel Stimmung, auch Stimme. Er bringt es auf Oper ein bisschen. Und das ist auch mal was ganz anderes. Die Tänze sind ausgezeichnet, die Frauen scheinen schön zu sein. Ich habe sie noch nicht von nah gesehen. In Mörbisch erlebt das Publikum diesen Sommer klassische Operette. Die Gräfin Mariza ist Unterhaltung pur. Mir geht's sehr gut. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Ich habe mich so auf diesen Abend gefreut, auf diese Premiere hingearbeitet. Jetzt ist sie vorbei. Es ist alles gut gegangen. Ich kann nochmal das Gleiche wiederholen. Nee, mir geht's sehr gut. Also ich bin zufrieden. Wir haben sehr gute, ich glaube, alle Arbeit geleistet auf der Bühne. Und die Zuschauer sind, ich glaube, auch zufrieden, dass die haben so eine schöne Aufführung gesehen. Ich versuche, Operette zwischen Lachen und Weinen zu inszenieren. Und den Zustand, den habe ich jetzt. Ich freue mich und könnte mich in eine Ecke stellen und losheulen, weil jetzt diese unheimliche Anstrengung loslässt.